Peace. So, weiter geht's mit Hogwarts. So, genau, wir haben ja hier aufgehört, ne, dass wir da jetzt den Turm fertig haben, ne, und somit ist die Seite da drüben erstmal durch. Ne? Also ich sage erstmal, weil uns noch hier diese Wand vom Innenhof fehlt. Aber sonst, so wenn man von außen jetzt guckt, ist hier die Seite da drüben komplett fertig. So, na, und jetzt haben wir ja hier noch ein bisschen was zu tun. Und damit fangen wir auch heute an. So, und zwar fangen wir erstmal an, dass wir folgendermaßen, also wenn wir jetzt hier und so und da vorstellen, ne, dass wir jetzt so gucken. Na, dann gehen wir erstmal hier auf die linke Seite, ne, hier wo unser Anbau ist und machen hier die Wand jetzt komplett. Ne, bis oben hin mit den drei Fenstern, die da drinnen sind. Ne? Also machen wir erstmal hier komplett fertig. Und hier vorne machen wir dann auch schon, ne? Aber nur hier, wo das Fenster reinkommt. Ne? So, das ist jetzt erstmal der Plan. Ne? Hier so das Eck hier. Das ist erstmal der Plan. So. Und dann fangen wir jetzt folgendermaßen an. So, und zwar machen wir das jetzt so. Ne? Wir haben uns das ja hier so ganz schön angezeichnet. Ne? Hier damals beim Grundriss. So, wir machen das jetzt so, dass wir einfach hier, ne? Wir haben das ja gemacht, ne? Dass wir jetzt hier noch diesen einen haben hier, ne? Der hier so ein bisschen übersteht, ne? Der ja jetzt verschwindet, ne? Dass das dann nur hier der Dreier ist, ne? So. Das machen wir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal hier am Dach lang. Ne? Also ganz normal gehen wir hier so. Ne? Komm ran. So, gehen wir erstmal hier. So, gehen wir hier erstmal am Dach lang. So, 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 so. So, und dann sehe ich gerade, müssen wir hier diese Ecke, die hier entstanden ist, doch einmal zumachen. So, Pitch, ne, bis da, ne, genauso wie vorne, ne, dass wir hier noch nur den Dreier, ne, aber wie gesagt, so und dann, ne, ist das auch ein Dreier, ne, so, so machen wir das jetzt erstmal, ne, so, dann sind wir hier jetzt so am Dach lang, so, und dann gehen wir hier aufs Dach drauf und gucken uns das jetzt so an, ne, da sind wir ja jetzt hier genau bündig mit der Stufe. Na, so, und das müssen wir jetzt einmal hochziehen. So, und zwar auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Einmal hochziehen auf 15 Blöcke. Ja, das heißt, wir machen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na, so hoch geht das dann einmal komplett. Na, also was heißt komplett? Ne? Das geht jetzt von hier, na, von der Ecke hier. Hier fängt das an. Na, das heißt hier erstmal jetzt komplett hochziehen. So, ne, bis auf die Höhe da oben. Ne, hier jetzt komplett. Und dann geht das bis hier hinten in die Ecke. Also genau bis hier. So, ne, so hoch, also was heißt so hoch, so weit geht das, ne, von, ach Quatsch, Mensch, ne, hier vorne, ne, von den Dreiern, ne, bis hier hinten komplett und dann auf diese 15er Höhe hier vom Dach aus, ne, wie wir das gerade gemacht haben, die 15er Höhe, einmal hier komplett die ganze Wand einmal hochziehen. Ja, ne, ich mache das jetzt auch eben schnell. Rucki zucki und dann machen wir hier die drei Fenster rein und dann machen wir das Ding da vorne noch und dann haben wir die Wand schon fertig. Ne? Aber jetzt müssen wir das erstmal hochziehen, ne? Und dann ja, machen wir gleich den Rest. So,
Ja, so sieht das dann jetzt aus hier, ne? Wenn die einmal hochgezogen haben, so, und ich habe vergessen, euch sozusagen, hier, der Winkel hier, so, den müssen wir auch mit hochziehen. Habe ich vergessen zu erwähnen, aber der muss auch mit hoch, ne? Auch so, genau wie die Wand jetzt ist, ne? Das habe ich nur vergessen zu sagen, ne? Aber der muss auch mit hoch. Na, und so sieht das dann aus. So, und jetzt würde ich sagen, genau, jetzt würde ich sagen, gehen wir hier einmal rüber. So, hier vom Dach aus, dass wir hier vom Dach aus da drauf gucken. Und dann kommen hier nämlich noch drei Fenster rein an der Zahl. Mehr sind das nämlich nicht. Es sind nur drei Fenster. So. Und die machen wir jetzt folgendermaßen. Genau. Nee, Moment. Genau, wir fangen hier an. Ja, also hier. Ja, wenn wir jetzt so auf dem Dach stehen, ja, genau hier zur rechten Seite hin, ne, hier genau da. Ne, so. So fangen wir an. Ja, dann haben wir hier so, also das Glas, das dient jetzt nur zur Markierungshilfe. Ja, machen wir drei Stück, machen wir das dann jetzt hoch. Genau, so, und vom dritten gehen wir jetzt hier nach rechts. Da haben wir dann hier 1, 2, 3, 4, die wir freilassen. Und ab da schlagen wir raus. So. Das sind dann 5. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Und haben dann hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zum Ende der Wand. Na, so. So sieht das aus. So, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück ist das Ganze jetzt hoch. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ja. So, Pitch und Flitsch. Ja, so sieht das Ganze dann jetzt aus. So, dann machen wir in den Ecken jeweils einen wieder hin, ne, und dann machen wir so pitch, pitch, putsch, putsch und da einfach eine Stufe rein. Ja, dann ist das unser Fenster. Ja, dann machen wir von hinten dann einfach mit Glas zu. So, und dann gehen wir jetzt zur anderen Seite und machen da jetzt die nächsten beiden Fenster, die genau so aufgebaut sind wie das, was wir gerade gemacht haben. Ja, so, viel jetzt dazu. So, zu der anderen Seite haben wir jetzt auch 4, ne? Wenn wir den hier mitzählen, haben wir auch 4. Ne? Natürlich, also, ne? Also, ne, wenn wir den nicht mitzählen, meine ich. Ne? Dann haben wir auch 4. So, weil der, ne? Wie wir es hier gerade gemacht haben, haben wir das hier jetzt auch auf der linken Seite, das erste Fenster. Ne? Das heißt, wir zählen jetzt aber von hier und dann sind es nämlich 5. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann schlagen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke wieder raus. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Bis zu unserer Glasmarkierung. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Genau. So. Das Fenster, wie gesagt, ist genauso aufgebaut. Das heißt, wir haben hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, jodeln das hier einmal so lang. So. Wupp. Dann hier in den Ecken wieder schön itch, itchy und pitchy. So. Ha? Ist genau dasselbe Fenster. So, und jetzt gehen wir von dem Fenster hier aus und machen jetzt noch eins. So. Genau, da haben wir dann 6. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, die wir lassen. Und beim 7. fangen wir an rauszuschlagen. Dann haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig? Hui! Jawohl. So. Pitch. Ja, und dann wieder in die Ecken. Und dann so, so und so.
Ja. Da kommt dann von hinten einfach Glas dran. So, die Markierung, die brauchen wir nicht mehr. So, da kommt jetzt von hinten einfach Glas rein. Und dann machen wir hier über den Fenstern jetzt, also hier genau letzte Reihe, die wir gemacht haben. Ja, da kommt dann einmal eine Treppe lang, so umgedreht, ne, machen wir hier nämlich wieder so einen Versatz hin. Dann machen wir hier das Glas rein und den Kollegen hier unten, den wir uns angezeichnet haben. Na, der geht jetzt auch komplett hoch, bis, also genau so hoch, wie wir die Wand jetzt schon gemacht haben. Ja, genauso hoch geht er auch hier. Na, und dann machen wir hier noch gleich Kleinigkeiten, zwei, drei Stück. Und dann ist die Wand so, wie sie jetzt dann hier steht. Sobald wir dann das hier hochgezogen haben, das Glas drin ist, dann müssen wir hier noch was machen. Dann müssen wir hier bei dem Ding, wenn das bis da oben ist, dann müssen wir da noch was Kleines drauf machen. Und dann haben wir die Wand komplett abgehakt. Na, aber jetzt machen wir erstmal hier oben, wie gesagt, die machen wir jetzt den Versatz rein, dann machen wir Glas rein und dann holen wir hier die Säule. Nenne ich das jetzt einfach mal. Dann holen wir die jetzt noch nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. So. Ja, so sieht das dann jetzt aus. Ja, hier haben wir den Pfeiler hier, so nenne ich das jetzt mal, einmal hier komplett hochgeholt, ne, so hoch wie die Wand ist. Ja, den Versatz natürlich auch hier zum Turm hin, ne, komplett machen und dann hier nach vorne komplett lang. Glas ist drin und dann gehen wir hier noch so rum. Na, da machen wir erstmal Ende. Das geht zwar hier noch lang, ich weiß aber gerade nicht, wie weit. Deswegen lassen wir das weg und dann machen wir das dann einfach hier fertig, wenn wir dann hier oben mit dem großen Fenster und dem Dach und sowas. Ja, und wenn wir das haben, dann weiß ich auch, weil ich weiß so an sich jetzt ohne die Wand hier, weiß ich gerade nicht, wie weit das ist. Wie weit das muss. Na, aber so sieht das jetzt aus. So, jetzt machen wir hier oben, wie gesagt, noch so zwei Kleinigkeiten. Und dann sind wir hier durch. So, wir fangen an. Und zwar hier fangen wir an. So, an unserem kleinen Pfosten hier, den wir uns hochgeholt haben. So, da fangen wir an. Und zwar machen wir 5 Stück machen wir den jetzt noch hoch. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Der geht 5 noch über dem Versatz jetzt. Ja, machen wir den jetzt noch 5 Stück. Na komm doch ran jetzt hier. So, machen wir den nämlich jetzt noch fertig. So, ah ne, du siehst das schon zu weit. Haha. So, Pitch. So, dann haben wir den jetzt einmal um 5 Blöcke erhöht. Ne? So. Na, hier 2, da 2. 5. So. Ja, und dann nehmen wir uns jetzt die Treppe, machen die jeweils hier so hin. Ja, dann ziehen wir das hier drinnen noch zu und machen oben eine Stufe drauf. Und dann sieht das so aus, das Ganze. Na? Und dann haben wir den nämlich jetzt auch fertig. So, jetzt machen wir hier vorne in der Ecke nämlich noch was. Der geht nämlich auch noch ein bisschen in die Röhre. So, und zwar, wie weit war der denn? Mal ran. So, der geht ein mehr. Der geht 6 in die Höhe. Na, aber auch diese 5 jetzt hier. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Na, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, so. Genau, so den Rest, den muss ich jetzt mal. Wo war denn das? Da war das. 5, 5, 5, 5. Genau. Genau, 5, 6 hoch haben wir den hier jetzt gemacht und dann haben wir das so immer diese 5. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier die 5 von der Seite. So, ja, dann gehen wir so. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, so, ziehen wir das auch noch hoch. Und dann haben wir von hier 1, 2, 3, 4, 5. Und so ziehen wir das dann einfach so. Ja, und dann haben wir die 5 noch von der Seite hier. So, 3, 4, 5. So. Ja, und dann machen wir
einen drunter und machen hier drin einfach so. Machen das einfach so zu. Ja, und somit haben wir das dann auch fertig. Ja, so. Ja, so sieht die. Nee, Moment. Falsche Seite. So. So sieht die Wand dann jetzt aus. Ja, somit haben wir das fertig. So. Das, was wir jetzt noch machen, ist hier unten das Fenster, was da reinkommt. Das ist das, was wir jetzt erstmal noch machen. Und dann war es das nämlich auch erstmal wieder, weil ich da noch was nachgucken muss. Wegen dem Fenster und wie das hier oben mit dem Dach jetzt war. Kommt nämlich auch so eine Pyramide dann jetzt hier, ne, oder wie wir es da hinten schon gemacht haben, wo der Turm ist, da bei diesem kleinen, da unten, ne, da kommt hier noch so eine Pyramide. Und über dem Fenster, was wir jetzt machen, ist nochmal, ist noch so ein Riesenfenster, ne, wie wir es da vorne auch schon hatten. Und dann so eine mit Dach dann komplett bis an den Turm ran. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das da oben war bei dem Fenster. Das muss ich nochmal nachschauen. Das habe ich jetzt irgendwie, habe ich das gerade nicht auf dem Schirm. Ja, aber dann fangen wir damit jetzt an hier. So, pass auf. Wir machen folgendermaßen. So, wir haben uns das ja hier so schön angezeichnet. Ja, so, das ziehen wir jetzt erstmal auf die Höhe, wie wir das jetzt erstmal für das Fenster brauchen. So, und zwar brauchen wir das jetzt. Jetzt muss ich das mal kurz nachgucken. Das habe ich nämlich auch gerade nicht auf die Schirme. Da. Wartet, jetzt haben wir es gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 muss das hoch. Also der erste hier schon mitgezählt. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meine Fresse. Muss ich ja nochmal nachzählen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, ne? Machen wir das auf 16. So, hier den hier. Den erhöhen wir auch um ein. Ja, dann können wir das hier in der Kurve jeweils nämlich auch schon machen. So. Hier die Seite dann auch 16, so, ne? Pitch, aber erstmal nur so weit, wie die Wand ist. Ne? Hier dieses hier, das lassen wir erstmal wieder frei. So, ja, müssen wir das jetzt erstmal jetzt auf die 16 Blöcke, also nur hier die linke Wand hier, die linke Dings, genau, die linke Wand hier, ne, auf diese 16 hoch und das rechte hier. Bis auf 16 hoch. Das hier zwischen, das bleibt genau so, wie es ist. Ha? So, dann würde ich sagen, machen wir mal eben hier den und den Juten hier einmal hoch. Ja, und dann machen wir hier gleich das Fenster rein. So. Ja, jetzt haben wir das einmal hochgezogen. Ne? Hier 16, hier 16. So, wie gesagt, hier lassen wir frei. So, weil da jetzt kommen rein die Fenstel. Jetzt muss ich gucken, wie hoch war denn das Fenster? Das Fenster war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Was? 11? Als ob 11. Da war doch kein Müll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, echt 11 hoch. Lol. So, das heißt, wir machen hier einen hin und hier einen hin, ja, dass wir hier jetzt noch 7 haben. Ja, und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Weil so hoch ist nämlich das Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, dann machen wir hier ab dem 12. wieder so wie unten einfach so eine doppelte Reihe.
Wir können sogar noch eine machen, sehe ich gerade. Ich glaube, dann machen wir das auch. So. Ja. So, dann haben wir jetzt hier das 11er Fenster, das auch genau so bleibt, wie es ist. Ja, das heißt, wir haben hier dann wieder von hinten jetzt das Glas drin, aber das machen wir gleich. Ist ja erstmal uninteressant. So, wir machen jetzt so hoch, wie das Glas ist. Nee, Moment, wir machen erstmal anders, damit ich mich da nicht vertue. Wartet mal. 1, 2, 3. Nee, warte, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, wir gehen jetzt hoch. Wir zählen jetzt hier. Wartet mal, ich mache mir das mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beim 12. kommt hier nämlich eine umgedrehte Treppe dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, beim 12. kommt eine umgedrehte Treppe. Das machen wir erstmal schnell auf beiden Seiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pitch. Da kommt nämlich eine umgedrehte Treppe dran, genau an den 12. Block. So, das machen wir jetzt erstmal, damit wir nicht durcheinander kommen. So, und genau bis zu diesem Block, also bis zu der Treppe, die wir jetzt gemacht haben quasi, ziehen wir jetzt hier die Kurve. So. Ja. So, weil das wird nämlich jetzt hier wieder so eine interessante Einbuchtung. Ja, wird so ähnlich wie bei dem Tor, was wir vorne schon gemacht haben an den Gewächshäusern. Ne? So ist das jetzt hier. Mit dem Fenster auch hier. Ist auch genau so eine Einbuchtung. Ja, vielleicht nur ein bisschen anders aufgebaut, aber eigentlich ist genau dasselbe. So. Ja, dann sieht das schon mal so aus. So, was ist denn hier kaputt? War Enderman hier unterwegs oder was? Eieiei. So, dann machen wir auf der Treppe, also wir machen jetzt erstmal diesen Bogen, der hier ist. Bevor wir dann von innen zumachen, machen wir hier vorne erstmal diesen kleinen Bogen. So, da haben wir ja hier uns schon unsere erste Treppe. Ne? Dann machen wir da jetzt einen drauf. Na? Und dann haben wir noch eine Treppe. Dann machen wir das nochmal und dann haben wir so, dass wir quasi jetzt so drei Treppen haben. Genau, und an die dritte Treppe kommt so eine Stufe dran. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Also hier im Block, Treppe, Block, Block, Treppe, Stufe. Na? So. So, und dann haben wir nochmal. Also machen wir jetzt hier auf die Stufe einen drauf und dann haben wir hier nochmal eine Treppe und eine Stufe. So, dann machen wir das so. Dann haben wir nochmal Treppe und eine Stufe. So, ja, dann sieht das so weit jetzt aus. Und dann machen wir dasselbe jetzt nochmal. Ja, das heißt so und so. Treppe, Treppe. Und das müssten jetzt drei Stück sein. Eins, zwei, drei. So. Boom. Na, dann haben wir hier jetzt diesen kleinen Bogen drinne. So, und dann haben wir doch jetzt schon mal das meiste geschafft hier. So, da sieht das dann jetzt aus. So, und dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Jetzt müssen wir das zumachen. Das wird jetzt ein bisschen interessant. So, wir gehen einfach. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier mit der Kurve hier noch einen Block höher. Genau, wir gehen jetzt hier mit der Kurve noch einen Block höher. Und dann sieht das so aus. Ah, jetzt muss ich gucken. Da haben wir das und da haben wir das. Und jetzt gehen wir hin, hier wo wir Treppe und Stufe haben und machen von hinten einfach so und so. So und so. Und hier ist das dann so. Genau.
Na, no. Ja, dann machen wir das jetzt so, dass wir den jetzt anstatt 2 auf 3 haben, damit wir das hier hinten zu haben. Jetzt weiß ich gar nicht, wie genau das aufgebaut ist. Das ist so aufgebaut. So. Ja, so ein Winkel. Also, jetzt haben wir hier die 3 gemacht, dann einfach. Einfach so, so und so. Ne? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das sieht falsch aus. Wartet mal. Das ist jetzt gar nicht so einfach hier. Ach so, doch, genau. Dann kommt das nämlich einfach so lang. Genau, doch, 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 Moment mal. Doch, 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 doch. Jetzt kommen nämlich die beiden hier einfach so lang. So, pitch, patch, putsch. So, und hier oben ist genauso. Ne? Das geht jetzt einfach bis hinten hin einfach zu. So, pitch. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Jetzt muss ich. Genau. Stimmt. Jetzt brauchen wir nämlich die Stufe. Und dann machen wir hier nämlich so pitch, patch, putsch. Dreimal die Stufe. So, machen wir hier auch so pitch, patch, putsch. Dreimal die Stufe. Na? So, dann nehmen wir uns die Treppe, ziehen die hier komplett lang bis ans Fenster. Na, so. Na, dann sieht das so aus. Jetzt. Ne, und hier oben machen wir das auch. Ne? Da machen wir so, so und so einfach die Treppe lang. Und so sieht das dann aus. Das ist unser Fenster. So sieht's aus. Mehr passiert da nicht. Jetzt haben wir das fertig. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch flink einfach mal zusammen machen, ist das Glas da rein, weil das war es jetzt wirklich komplett. Mehr machen wir hier heute nicht. Weil ich den Rest, wie gesagt, erst nachgucken muss. So. Na, aber dann haben wir hier jetzt schon mal wieder ein kleines. Sind wir jetzt schon mal wieder ein kleines Stückchen vor herangekommen. So. Obwohl. Doch, lassen wir erstmal so. Würde ich sagen. Ja, lassen wir erstmal so. Ja, mehr machen wir jetzt nicht. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge fertig. Ja, in der nächsten Folge machen wir hier, wie gesagt, machen wir hier das Fenster drauf, ne, mit der Pyramide fürs Dach schon mal. Dann machen wir hier die komplette Wand. Ja, genau, machen wir hier die komplette Wand und hier oben das Fenster mit der Spitze fürs Dach machen wir dann schon mal drauf. Und dann haben wir hier diesen Anbau komplett stehen, dass wir da jetzt dann nur noch das Dach drauf müssen. Machen müssen. So, und dann haben wir schon ihn da hinten. Und der wird echt anders knackig. Ja, aber gut, dann wollen wir jetzt gar nicht mal weiter so rumerzählen. Ist ja jetzt nicht mehr viel hier. Ja, ich muss ja hier erstmal noch. Den Rest muss ich mir noch mal raussuchen. Ich habe da schon so ein bisschen was gefunden. Gucken, ob ich das dann auch umgesetzt kriege hier. Mal schauen. Also ein bisschen was habe ich da. Ja, also es. Wird auf jeden Fall fertig. Die Frage ist nur wann. Na gut. Na, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für diese Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, wiederschauen und reingehauen.